Ich begrüße euch jetzt nochmal, natürlich am selben Tag. Wir sind immer noch in dem Jetzt. Für euch ist es jetzt eine Woche später. Ich hocke hier so komisch, weil wir haben uns gerade mal die Rutschfläche genauer angeguckt. Es ist wirklich, ihr habt es letzte Woche im Video gesehen, es ist eine glatte Lackschicht oder eine Glasurschicht, denke ich mal, aufgetragen und hier läuft das Wasser runter. Das macht es wirklich extrem glatt. Wir haben jetzt Pylonen aufgestellt, wollen ein bisschen Slalom fahren und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ne? Ja. Ich hoffe, letzte Woche das Video hat euch gefallen. Jetzt geht's weiter. Ihr könnt jetzt schon mal den Daumen nach oben drücken und den Abonnentenknopf drücken. Da würden wir uns sehr darüber freuen. In diesem Sinne, bis gleich. Im Teil 1 habt ihr wahrscheinlich schon unser Min-Auto gesehen und unser Crossline, der kam dann noch nicht zum Einsatz. Jetzt werden wir uns das Min-Auto packen, um mal ein bisschen Slalom zu fahren. Wir haben jetzt die Hütchen mal so 5 Schritte auseinander gemacht. Das sind bei mir so circa 1,10 Meter, sage ich mal. Ich habe ziemlich lange Beine. Ich werde langsam anfangen, 20, 30 km/h und erstmal gucken, wie sich das Auto verhält. Wie gesagt, Min-Auto. Wer das Video noch nicht gesehen hat, unbedingt mal angucken. Wir haben darüber mal ein Video gemacht, was ein Min-Auto ist. Das findet ihr in unserer Playlist. Ich mache jetzt erstmal einen Slalomversuch mit niedriger Geschwindigkeit. Also man kann eindeutig sagen, dass die Abstände jetzt zu gering waren. Ich komme mit dem Kurbel nicht hinterher. Das heißt jetzt aber nicht, dass das Auto schlecht fährt. Ich stelle die mal ein bisschen weiter auseinander, probiere das Ganze nochmal. Wie gesagt, wir sind auf der Rutschfläche. Also man hat immer noch so ein bisschen mit dem Ausbrechen zu tun, wenn man zu doll lenkt. Wir stellen die mal auf 10 Meter Entfernung, nehmen immer einen weg. Das hat ganz gut gepasst. Dann kann ich, denke ich mal, auch mit voller Geschwindigkeit fahren, sprich 45, 50. Jetzt passt. Ich habe übrigens glitschnasse Füße für euch. Die Übungssache. Aber das Verhalten ist gut. Das Verhalten ist sehr gut. Ja. Also, jetzt im Teil 2. Es gibt noch Unterschiede von der Fahrbahn, haben wir festgestellt. Man kann den Wasserfluss erhöhen. Das heißt, beim letzten Mal hatten wir Stufe 5 von Stufe 10. Das heißt, es ist weniger Wasser auf der Fahrbahn und somit auch ja, weniger, wie sagt man, Aquaplaning oder Rutschen. Jetzt haben wir es auf Stufe 9. Man sieht, es ist wesentlich mehr Wasser. Ich bin klitschnass. Und es ist auch wirklich, ich bin völlig aus der Atem. Man muss wirklich kurbeln. Das Auto bricht aus, man muss ein bisschen gegenhalten. Eins jetzt, wir fahren jetzt mit 3 Fahrzeugen im Wechsel mal Slalom. Wir machen jetzt mal ausnahmsweise keine Scheiße, damit ihr seht, dass die Autos auch stabil bleiben in solchen Situationen. Wie gesagt, das gerade ist alles mit Handbremsen, dann ist klar, dass man sich dreht wie so ein Schingel. Ne?
Ich konnte es nicht sein lassen, diese Handbremse zu ziehen. Psst. Du hast was unterm Auto, jetzt nicht mehr. Du hast einen kaputt gemacht. Das ist aber der Beweis dafür, dass es wirklich eine glatte Fläche ist. Und dafür, dass wir hier Slalom fahren auf 10 Meter mit den Fahrzeugen, die stehen 10 Meter auseinander, die Püppchen, und wir quasi auf eine feste Schneedecke fahren, kommt man, ohne großartig wegzurutschen, dabei weg. Mit Sommerreifen. Mit Sommerreifen. Ja, ich würde sagen, wir gehen wieder zum Stützpunkt. Letzte Woche im ersten Video habe ich euch versprochen, dass ihr von Philipp noch mehr erfahren werdet. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Wie gesagt, das ist unser Verkaufsleiter für Deutschland. Klinkenterrier. Ja, man kann sagen, also Philipp fährt durch komplett Nord- und Ostdeutschland. Ja. Für den südlichen Bereich haben wir noch einen anderen Fahrer, das ist Marco. Vielleicht kommt er irgendwann auch noch mal ins Spiel. Auch ein lustiger Kerl. Auf jeden Fall. Philipp ist der Mann, der kommt zu euch nach Hause und stellt euch die Fahrzeuge vor. Philipp, erklär mir mal aus deiner Sicht, wie so der Ablauf ist. Wie kommen die Leute zu dir oder wie kommst du zu denen, wie auch immer? Genau. Also wenn ihr Interesse habt an unseren Fahrzeugen, ruft bei uns an. Wir können das ja nicht riechen. Dann schicken wir euch Prospektmaterial zu entsprechenden Fahrzeugen zu. Und falls euch da ein Fahrzeug gefällt und es kommt für euch tatsächlich in Frage, ruft uns bitte an und sagt, dass ihr gerne einen Kundentermin machen wollt. Dann können wir miteinander sprechen und einen entsprechenden Termin ausmachen. Wenn ihr in den Postleitzahlgebieten 0 bis 5 wohnt, dann komme ich. Ab 5 bis 9 kommt der Marco, der hat den Süden Deutschlands. Und ja, ich würde dann einen entsprechenden Termin bei euch vereinbaren. Mit einem Vorführwagen komme ich dann vorbei. Dort könnt ihr ausgiebig eine Probefahrt machen und mich alles fragen, was ja, gefragt werden muss. Ja, könnt euch genau angucken, die Fahrzeuge, testet es auf Herz und Nieren ruhig und ich erkläre euch jede Frage und ich nehme da wirklich alle Zeit der Welt für euch. Und da grete ich mal kurz rein, dass du Luft holen kannst. Genau. Wenn ihr Interesse habt, wie gesagt, entweder anrufen, cool finde ich auch, oder wir, wenn ihr uns eine WhatsApp schickt, das ist schneller zu bearbeiten. Alex, oder schickt uns einen Katalog zu, schicken wir raus. Cool wäre auch, wenn ihr in der WhatsApp kurz beischreibt, wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid. Über YouTube, über Insta, über Google. Das ist für uns wichtig, damit wir wissen, wo wir noch mehr Energie reinstecken können. Das vorweg. Ans Telefon geht meistens entweder ich oder Chef persönlich. Der Marketingleiter. Der ist jetzt auch am Telefon. Unsere Telefone sind in letzter Zeit ziemlich heiß gelaufen. Das wurde alles zu viel. Deswegen ist der Herr Hillebrand jetzt bei uns im Team. Ich glaube ab 1.7. offiziell. Und dann können wir euch noch besser bedienen. Zu den Vorführterminen von Philipp noch ist ganz wichtig. Wir können diese Vorführung natürlich nicht kostenlos durchführen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird ein Pauschalbetrag festgelegt, je nachdem, wie weit ihr von uns weg seid. Es geht immer in Kilometer, Schritten, 100, 200, 500 und so weiter. Wenn ihr jetzt ganz weit weg seid, im schlimmsten Fall, ich glaube, das weiteste weg. Flensburg, die Ecke, wie viele Kilometer? Rügen, knapp 500, 600 Kilometer. Das war eine Hausnummer kriegt. Also, wenn ihr ganz weit weg von uns seid, wir sind ja eigentlich in der Mitte von Deutschland, kann man so sagen. Wir haben überall unsere Arme. Wenn ihr am weitesten Punkt seid, Rügen, ich glaube 600, 700 Kilometer, kann man so über den Daumen sagen, 200 bis 300 Euro nehmen wir für eine Vorführung. Ich denke, das ist nicht zu viel. Philipp ist den ganzen Tag für euch unterwegs. Wir müssen die Transporter, das muss alles bezahlt werden. Habt dafür Verständnis? Wenn er dann bei euch ist und schafft es euch, ein Auto zu verkaufen, da freue ich mich, da freut Philipp sich und ihr könnt euch sogar noch mehr freuen, dann braucht ihr natürlich die Anfahrtspauschale nicht bezahlen. Also, nochmal kurz gesagt, seid ihr weit weg, maximal 300 Euro, das ist wirklich nicht viel. Seid ihr in der Nähe, ich sag mal, Köln ist nicht weit. Köln ist noch dein Gebiet? Ja, klar. Ich muss immer... Kommt auch Philipp, also Kölner Raum, da würde ich so sagen, wird das so um die 50, 60 Euro kosten. Hast du noch was? So,
Ja, ich komme auch gerne auch frühmorgens oder spätabends auch in die entlegensten Dörfer oder Städte dieser Nation. Es ist alles nach Frage der Terminierung und der Flexibilität. Wenn ihr ein bisschen Verständnis habt für die weite Anreise, für die Logistik, sprich, wenn ich euch zwei Fahrzeuge mitbringe, muss ich mit Anhänger fahren. Mit dem Anhänger kann ich maximal 80 bzw. 100 km/h fahren, bin an Fahrzeiten gebunden und da ist es ein bisschen schwierig, wenn ihr sagt, Montagmorgen um 8 Uhr soll ich in Berlin stehen, sonntags darf ich noch nicht los und wirklich nachts um 12 Uhr loszufahren, ist auch so ein bisschen... Muss ich nochmal unterbrechen. Ja. Es tut mir furchtbar leid. Wir sind hier, um die Autos zu testen. Ich denke, das gibt nochmal ein extra Video, wo wir uns nochmal genau unterhalten über diese, über ja, diese ja. ganze Thematik. Weil man kann sagen, wir sind deutschlandweit die einzige Firma, die diese Fahrzeuge im Dienststil auflädt, zum ja. Kunden fährt, vorführt und verkauft. Ich denke nicht, dass ihr einen anderen Partner findet, der das macht. Da hören wir jetzt einfach mal auf. Wir machen nochmal ein Video, ich denke, du bist dabei, wo wir nochmal ins Detaillierte gehen, nochmal genau alles erklären, wie, was, wo, Logistik, Kosten, Aufwand etc. Aufwand, ja. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wir wollen den zweiten Teil heute nicht zu weit ausschweifen. Klar. Jetzt machen wir weiter mit. Ich setze mich in ein Auto. Ja, genau. Ich hab euch letzte Woche versprochen, Philipp ist so ein bisschen ängstlich. Wir nehmen jetzt das Schnellste. Ich bin eher der Vernunftsmensch. Wir nehmen unseren schönen beklebten E-Eixam. Da nochmal einen lieben Gruß nach Dortmund an Marco. Ihr habt das super gemacht und wir werden das Auto weiterhin auch so nutzen. Bombig geworden. Da setzen wir uns jetzt rein mit der GoPro. Kotzen wir nicht auf die Schuhe. Keine Sorge, so schlimm jetzt. Windel hast du oben? Ja. Jetzt habe ich natürlich keinen. Also auch von Philipp, ihr werdet mehr von ihm hören, es wird lustig. Marco weiß nicht, wenn er das Video sieht, mal sehen, ob er auch die Eier hat vor der Öffentlichkeit. Okay. Also es ist komplett in die Hose gegangen, er hat nicht geschrien, doch er hat geschrien, aber er hat keine Angst gehabt. Gejaucht. Ich habe Respekt vor den 62 Newtonmeter Drehmoment. Nein, also es ist wirklich Handbremse, volle Pulle, Einschlag. Damit wollten wir jetzt eigentlich mal darstellen, dass man nicht schafft, das Auto irgendwie in Kippposition zu bringen. Um kurz umzusagen, die Autos... Das mit uns beiden natürlich als Schwergewichte, tiefen Schwerpunkt. Ja. Aber auch so ist es sehr, sehr schwierig, die Autos aufs Dach zu legen. Ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber ich glaube, dass so einfach geht es nicht. So. Ich bedanke mich bei euch allen. Ihr habt wieder bis zum Schluss geguckt. Und wer bis zum Schluss guckt, drückt bestimmt auch für uns die Daumen nach oben. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Ihr drückt dann bestimmt auch auf Abonnieren für uns. Und als kleine Belohnung, damit ihr bis zum Schluss guckt, ich habe im Teil 1 schon gesagt, hier wird jemand nass.
Wie gesagt, sonntags 9 Uhr machen wir immer ein Video. Das, denke ich mal, werden wir jetzt auch beibehalten. Nochmal herzlichen Dank an euch alle. Wir haben mega Spaß gehabt, einen Sonnenbrand gekriegt. Ich habe nasse Füße. Macht's gut. Frische Buchse wäre jetzt gut, oder? Stefan, die kleine Ratte. Weißt du, warum er wollte, dass das da oben? Das war ein Eigentor.